Moin Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge The Hunter Classic mit Rüber 2000. Jo, erstmal kleine Einblendung, hier sind die aktuellen Rares und P-Boys und so weiter, da kommen wir nachher zu. Jo, aktuelle Info, The Hunter Classic wird free to play und gibt's demnächst bei Steam kostenfrei, ich glaube zum 6. Mai kostenfrei runterladbar. Wie das Ganze wird, was mit den Spielern wird, die im Prinzip hier viel Kohle in Waffen investiert haben oder ob die kostenfrei oder nicht kostenfrei oder keine Ahnung, ist die Info ein bisschen sehr dürfte. Chat können wir wegpacken, brauchen wir erstmal nicht. Hühnchen. Roxy haben wir mit Boy. Und was wollen wir machen? Achso, ja. Also zum ersten, wir sind schon hier gewesen, hier runtergelaufen. Nur Wildschweine wollen wir aber heute nicht. Wir wollen mit der 223er einen Fox erwischen, da haben wir eine Mission offen, und mit der Blaser F3 wollen wir einen möglichst großen Hirsch erwischen. Dann würde ich mal sagen, Weidmanns Heil, es geht los. Also wie schon gesagt, wer Bock drauf hat, mal eine Runde jagen zu gehen, kann sich dann das Game runterladen. Wie das Ganze denn mit dem kostenfreien Waffen wird oder alles so eine Sache. Ich denke mal, das wird so beigelassen, dass, wenn man es runtergeladen hat, man vielleicht zwei Waffen bekommt, so wie es früher schon der Fall war, eine 243er, das Gewehr, eine Scope, einfache Scope, Zweifachvergrößerung oder Dreifachvergrößerung, was hatten das? Oh, schon so lange her. Und eine Schrotze, ein 12GA mit Vogelschrot, Rehposten und Backshot. Wird alles sehr spannend. Wir lassen uns überraschen. Und wir werden mal einen Zacken zulegen. Ein bisschen Musik machen. Und mal lauschen. Ah, Hund. Hündin. Die rennt immer ins Wasser. Ah, die rennen jetzt eh alle in den Wald. Wieder hervorragend die Zeit. Also kurz vor 12 Uhr gehen die alle in den Schatten. Da triffst du auf dem Feld, wenn du Glück hast, einen Fasan. Oh. Geräusche nehmen wir erstmal mit. Gibt alles Skillpunkte für alle Spieler, die vielleicht hier neu dazu schalten, meinen Kanal gefunden haben. Apropos meinen Kanal, solltet ihr ihn noch nicht abonniert haben, ich würde mich freuen, auf jeden Fall. Jeder Abonnent zählt. Aber eigentlich ist mir das auch schnuppe, ob man den Kanal abonniert. Vielleicht behält man sich den auch einfach im Hinterkopf. Wenn es gefällt, wunderbar. Bin ich unbedingt geil drauf. Ich mache das hier nebenbei, was einfach Spaß macht.
gibt natürlich auch Leute, die verdienen, wollen damit Geld verdienen. Die haben dann ihre speziellen Rubriken, muss man auch nichts mehr dazu sagen. Wenn sie es können, sollen sie es machen. Aber es gibt auch, denke ich mal, irgendwo Grenzen, was man preisgibt oder was man nicht preisgibt. Ist ein Thema für sich, aber hier geht es ums Jagen, ums weitgerechte Jagen, sage ich immer wieder, auf Pixeltiere, sage ich auch immer wieder. Deshalb lieber hier 4 Stunden im Game verbringen, als irgendwo Knete Mist zu bauen oder sonst irgendwas. Ein Rehbock, ein Rehbock. Fällt mir gerade was ein. Ah, alles klar. Wollte schon sagen, irgendwas vergisst da doch immer. Ja, nichts Neues. Wieder ein Beispiel dafür gewesen. Falsche Munition im richtigen Gewehr. Ein Schuss. Tier wird verletzt oder fällt vielleicht um. Er liegt seiner imaginären Verletzung. Minuspunkte, Hunter Score. Entscheiden. Ja, bei Rehe lieber einsprühen. Die haben den dritten Sinn. Wir könnten. Ich will jetzt nicht unbedingt meine Position hier preisgeben. So, wo wollen wir denn überhaupt hin? Wir wollen hier einer meiner Lieblingshochstände, Hochsitze, Aussichtsplattformen, Aussichtspunkte, wie auch immer. Wenn ihr noch andere Namen kennt, gerne rein in die Kommentare. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonnieren, drückt die Bimmel, ich freue mich. Habe ich bestimmt schon mal gesagt, aber egal. Ja, bumm, und schon haben sie mich gemerkt. Ah, da ich aber keinen Schuss abheben habe, beruhigen sich die Jutzen auch. Jo, auf jeden Fall, ich find's geil, free to play. Hat mein Cousin die Chance, mit mir zusammen auch mal auf die Jagd zu gehen. Also Snoop, wäre toll. Kleine Ansage für dich hier in dieser Folge. So, wir pirschen uns diesmal. Ja, wir pirschen uns diesmal von hier nach da, nach da, nach da, nach da. Hoch auf den Turm. Und dann haben wir die ganzen Positionen, wo man
und wieder weg. Ah, heute sind die ganz schön. Halt die falschen Klamotten an, oder was? Nö, alles gut. Alles sehr, sehr kurios. Aber war gestern schon so. Gestern eine Stunde lang einem Rothirsch hinterhergejagt. Zwei Schusspositionen gehabt, aber die waren nicht optimal. Das ist auch so eine Sache. Hast du nicht perfekte Schussposition, fängst du an zu zögern und schwupps. Sind sie weg. Schießen und dann verliert man die Spuren und dann ist es auch Minuspunkt und. Nee. Lieber ein Blattschuss. Ui, da haben wir doch. Da haben wir doch das, was wir wollen. Ein Rothirsch. Nur noch antworten. Und wir müssen dicht hier noch rankommen mit der Blase. Na, prima. Schön sehen. So, mein Freund. Falsche Richtung. Oh, zwei. Zwei. Das nicht optimum. Das meine ich zum Beispiel. Wenn die hier rüberkommen, also ich gehe nicht in den hohen Gras. Bessere Position wäre genau am da, wo es runter geht, da vorne. Ja, möglichst so. Alles Knete. Das war wieder nicht durchdacht. Was macht der andere? Das war nicht durchdacht. Verdammt. Er kommt. Also weit die rechte schießen, das wäre möglich. Direkt vorne unter seinem Kopf rein. Und dann fällt er.
das aussehen. Deshalb hier nochmal ein Appell an alle Spieler, wenn ihr spielen wollt, macht es auch so, wie es sich gehören würde, auch draußen, wenn man wirklich jagen geht. Richtige Munition, richtige Waffe. Und dann passt das auch. Und dann macht das Ganze auch mehr Spaß. So. Komm her. Ah, was lieb Christ. Christ auch was. Gut. 204, 100%. Hätten wir nicht die richtige Munition oder falsche Waffe. Bam. Knete. Rechte Lunge und damit ist Feierabend bei dem Hirsch. Leber, Feierabend bei dem Hirsch. Linke Lunge, Feierabend beim Hirsch. Ja. So schaut's aus. Bumm. Und erste Mission geschafft. Sehr schön. Gibt es noch ein Freundschaftsfoto? Spiel. Sehr schön. Nee. Achso, kleine Info nebenab. Roxy ist Level 18 geworden. Was allerdings bedeutet, wir dürfen oder können mit ihr noch keine Rehe jagen. So, Rothirsch-Mission. Erfolgreich. Des Weiteren für alle, die denken, die laden sich das Spiel runter, um nur schnell mal auf Tiere zu jagen, wenn man hier durch den Wald rennt, ist nicht. Geht natürlich auch für alle weiteren Jägerspiele von dem Hersteller dieser Spiele. Das krasseste Beispiel ist das aktuellste Game. COTW, The Hunter Call of the Wild, da habt ihr null Chance, null. Es gibt auch, gibt auch viele Spieler, die bei The Hunter hier Classic bleiben, denen ist das noch nichts, keine Ahnung, ich habe gerade was gesehen im Augenwinkel, verdammt. Hey. Habt ihr was gesehen? Nö. Ja, ein Fasan, aber männlich. Wollen wir nicht. Ich will auf den Turm. Ja, und wie gesagt, hier durchrennen durch den Wald und wild umherballern, ihr habt keine Chance. Die sind zu schnell. Und bei der Hunter Call of the Wild noch weniger. Das Einzige, was man höchstens schafft, sind ja, Tiere anschießen, das war's dann auch. Ari.
Deswegen, man hat es auch vorhin gesehen, mit den zwei Rehböcken auf der anderen Seite. Ich war noch, oh, ja, ungefähr, ja, 140 Meter bestimmt gewesen entfernt. Entweder haben sie mich hier rochen gesehen, zack, weg. Und da habt ihr keine Chance. Nicht mal mit 223er sowieso nicht. Oder mit der Blaser. Die hat einfach mal zu viel Streuung. Jo, auf jeden Fall, wenn ihr euch das Ding dann runterladet, es macht Spaß, kostet aber Zeit, viel Zeit. Und das ist mal was anderes als Hau drauf Action, denke ich mal. Irgendein Shooter, obwohl die auch Spaß machen können, ne? Ohne Frage. Sehe, ist auch wieder die Frage, wenn das Ding jetzt free to play wird, wie sieht es aus mit den ganzen Hündchen, die man sich aktuell kaufen kann? Kriegt man die denn umsonst? Muss man dafür irgendwas machen, irgendwelche speziellen Missionen erfüllen oder? I don't know. Alles noch nicht schlussreif. Hier ist übrigens auch ein netter Platz für Kanadagänse und Fasane. Und wir werden jetzt von hier nach da marschieren. Ein männlicher Fasan. Kilo. Schönes Ding. Das wäre zum Beispiel weitgerecht, richtige Waffe, richtige Munition. Eine gewisse Distanz zum Ziel ist eher nicht so toll bei der Waffe, weil sie so ultimativ streut.
da gewesen sein, dann entweder fallen sie beide oder einer fällt, der andere haut ab und ist angeschossen, Minuspunkte wird. Halstreffer, ja, das war einer Einzieher Murmel von der Fuchs. Kein Trophäenwert. Trophäenwert wäre, wenn ich den direkt aus der Luft hätte erlegt. Aber er gibt ein paar Punkte. Zwar nicht viel, aber Punkte. So. Gut. Auf einer Anhöhe im Wald lohnt sich nicht. Ja. Wildschweine ist auch geil hier. Oh, zack. Na, kriegen wir dazu, nochmal abzuflattern? Gesagt. Also, wie schon gesagt, Rennen bringt nichts. Laute Geräusche. Und dann sind wir einfach mal weg.
langsam. Oder ich bin einfach zu schlecht. Das kann auch sein. Luft erwischt. Das war knapp über dem Boden, aber war in der Luft. Oder war noch? Nee, war nicht in der Luft. Oh naja. Gut, Fuchsjagd. Los geht's. Will heute auch aber auch nicht mehr auf die Fasane schießen. Mir lieber. Oh, na dann. Such, such. Das Wetter hält sich heute hier auf der Map. Na. Normalerweise ist hier immer viel mit Regen.
eigentlich nicht hin, aber hier ist irgendwie heute nichts. Da ist irgendwie nichts. Aber im Wald ist immer doof. Zu viele Bäume, normal, weil es Wald. Da ist doch was, aber kein, aber ein Geweih. Eine Abwurfstange. Schön. Alles Punkte, Punkte, geht in die Wertung ein. Na, 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 na. Und gefährlich.
eigentlich gesagt keine Fasane mehr. Den lassen wir in Ruhe. Da hinten sind wieder Fasan und Co. Genau. Da. Männchen, Weibchen, Weibchen, noch ein Weibchen. Fuchs ist heute nicht. Antwortet auch nicht. Aber der müsste antworten, oder? Knete, ja. Der Rothirsch hat mich schon längst bemerkt. Der ist... Oh, ich glaube wieder Käse, das kann auch sein. Eigentlich. Oh oh, es wird dunkel. Gleich regnet. Ja. Ich traue dem Frieden nicht. Perfekte Beispiel, keine Folgespur, der hat uns bemerkt, die nächste Spur vielleicht in 50 Metern.
Hund kann nach einem Fuchs Ausschau halten und ich nach einem Rothirsch. Teamarbeit. Ganz wichtig. Kommen müssen. Nix, nix, nix. Oder der rennt im Kreis. Das kann auch sein. Ah, zu hören, dass bloß der Hund. Auch geil. Große Wildschweine, die laufen hier meistens durch. Manchmal, meistens, ach, alles so eine Sache. Man kann Glück haben, man muss nicht. Wieder typisch für das Game. Wahnsinn. Man kann Glück haben, man muss nicht. Immer trifft man auf 7 Füchse in einer Jagd. Immer ist gar keiner dabei. Oder nur einer. Oder. Unser Häuschen gerade in der Nähe. Das Auto ist noch ein bisschen weit entfernt. Dann wechseln wir mal die Waffe. Ich will heute noch den Fuchs. Ich will. Schade, ein paar schöne Waffen im Auto gelassen. So ist das halt. Ja, mit Fuchs ist hier halt nichts. Nicht. Da müssen wir lang.
einzige Spur, die du so findest, keine Spur, die der Hund, die Hündin findet. Wo sind die bloß? Obwohl, wir haben da das Auto, wir könnten ja auch mal die Region hier abchecken. Das ist eine gute Idee. Ziel. Wechsel. Gut, ich renne jetzt zum Haus und ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt mir treu, abonniert meinen Kanal, würde mich freuen. Bis dann, tschüss.